Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video hier und jetzt gucken wir uns endlich mal das neue Rallye Adventura an. Ich bin schon gerade mit meinem neuen Antilek Brabus hier unterwegs. Ich weiß nicht. Bei dem Wagen feiere ich das irgendwie nicht, Alter. Keine Ahnung. Obwohl, der ist jetzt Drifter umgebaut jetzt hier gerade. Und da kann man das dann schon mal machen, ne? Ich habe den Wagen ja, glaube ich, 3-4 Mal oder so. Weil der Wagen sieht einfach in so vielen Farben geil aus. Bremsen hat er aber nicht. Wir gehen mal rein. I am very gespannt. Hä, was willst du denn jetzt hier? Kaufen noch oder was? Ich hab das doch schon. Nee, das muss ich jetzt nicht nochmal extra installieren. Bruder, ey, ich habe vorhin 20 GB Update gemacht. Ich muss jetzt nochmal 18 GB installieren? Hä? Das ist nicht dein Ernst. Oder hat er das nur runtergeladen und ich muss jetzt bloß noch wirklich nur noch installieren? Okay, jetzt ist es weg. So, Leute, so schnell hast du 18 GB hier downgeloadet und geinstalliert. Geinstalliert, Alter. Was? Ja. Und jetzt? Er schickt mich schon wieder in den Store. Was will der jetzt von mir, Alter? Geh mir nicht auf den Keks. Betreten. Geht nicht. Man kann das aber hier auch übers Menü. Ne? Man kommt ja hier in Hot Wheels rein und so kommst du auch hier ins Rally-Dings rein. Bruder, ich kann mir jetzt die Karte angucken, aber ich komme da nicht hin, oder was? Da steht sogar gekauft. Ja, und jetzt? Erstmal Passwort eingeben, okay. LOL, er will jetzt Geld? Was? Er will jetzt Geld von mir haben für das Hot Wheels-Scheiß und für das andere zusammen? Was willst du? Junge, also, ich habe heute eine gute Laune gehabt, ne? Aber die ändert sich gerade. Komm, ich starte den Bums mal neu. Kann ja nicht wahr sein, ne? Willkommen zurück, Drift King. Hier stehen auch sehr viele Leute, ne? Versuchen die vielleicht gerade alle da reinzukommen und kommen da nicht rein, oder was? Nicht dein Ernst. Oder kann man das auch erst ab morgen spielen? Ey, Digga, die haben gesagt am 29.03. Das habe ich auch in meinem Infovideo so gesagt. Da steht's doch sogar, da, guck mal da. Die am 29. März erscheint. Lass dir nicht entgehen. Hä? Was will der von mir? Upgrade auf Premium und erhalte heute zu... Bruder, ich habe die höchste Forza Edition. Alles, was geht. Und ich habe das doch auch installiert. Der schickt mich halt wieder da rein. Guck mal, da steht ja auch, sie besitzen dieses Produkt bereits. Ja, ist ja schön. Hat er das falsch installiert oder was will der von mir, Mann? Leute, Hilfe. Digga, ja, installieren, okay. Machen wir jetzt nochmal. Fertig installiert. Cool. Oder geht es erst zu einer bestimmten Uhrzeit? Ich finde es auch sehr merkwürdig, dass hier so viele Leute rumstehen, ne? Das ist sehr, 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 sehr merkwürdig. Microsoft, was ist da los? Was ist da los? Da stimmt doch was nicht. Installieren. Ey, was? Ich gucke das hier. Ich muss mal kurz googeln, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja auch geil, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Aber Forza hat jetzt auch einen deutschen Twitter-Account, ne? Übrigens keine Follower. Kann ja mal reinfolgen. Aber die haben aber vorhin was gepostet, hier vor 21 Minuten. Dein Forza-Rallye-Abenteuer hat begonnen. Also es muss jetzt gehen. Dann ist da auch ein Link noch, der ist auch geil. Features und vieles mehr. Also wir können hier den Link anklicken und dann können wir uns die Features und vieles mehr durchlesen. Ich klicke mal den Link an, ne? So. Da landen wir auf der Bing-Seite. Habe ich auch gerade noch mal hier kommentiert, ob das so richtig ist. Das kann ja wohl nicht sein. Was ist denn da los? Ja, Leute. Das war's dann mit dem Video für heute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es. Also, keinen Plan, Digga. Jetzt bin ich nochmal auf der normalen Horizon-Seite hier. Die haben nichts Aktuelles gepostet. Das Aktuellste ist hier anscheinend vor 4 Tagen. Da haben die nochmal ihr Dings hier retweetet. Da steht auch nochmal drin hier. Gestern schon, am 28. konnte man das Update runterladen, ne, für die Midnights at Horizon, ja. Und das kannst du aber erst ab morgen spielen, weil die Midnight at Horizon, so ist ja irgendwie diese neue
Spiellisten-Dings da, ne? Da steht ja auch hier: First Season of Midnights at Horizon available to play. Am 30. morgen, weil morgen geht die Liste los. Das konnte man gestern runterladen. Okay. Da steht aber dann auch: This update is necessary, also ist verpflichtend für das Rallye-Dings da. So. Und hier steht am 29., heute ist der 29., wir haben es gerade 18:54 Uhr, also gleich ist 19 Uhr, es geht immer noch nicht. Available to download and play. Download and play. Es gibt kein Preload, steht da, aber du kannst es downloaden und dann auch spielen am 29. Cool. Geil, hätte ich ja gerne gemacht. Hier sieht man übrigens oben rechts, dass ich natürlich die Premium Edition von Forza Horizon 5 habe, deswegen kriege ich es ja auch kostenlos, ne? So, jetzt kann man hier nochmal auf Verwalten gehen. So, hier unten haben wir noch Add-ons vom Spiel. So, hier ist das Horizon-Ding. Quatsch, das ist das Rally-Ding. So. Jetzt gehe ich hier nochmal drauf. Nochmal auf Verwalten. Klick das hier nochmal an. Klick das hier auch nochmal an. Ich gehe jetzt nochmal auf Installieren. Und es ist instant wieder verschwunden. Ich gehe noch einmal rein. Dann ist der Tag für mich heute gelaufen. Hier stehen halt immer noch voll viele Leute ein. Guck mal, da kommt noch einer hier, ne? Drei, vier, fünf Leute stehen hier. Da ist irgendwas nicht richtig, Leute. Guck mal, er sagt schon wieder installieren. Ja, also das war es halt auch komplett. Also wir haben es jetzt gerade 18:59 Uhr. Ich warte jetzt nochmal bis kurz nach 7 Uhr. Vielleicht sollte es ja um 7 Uhr erst gehen, obwohl die eigentlich gesagt haben direkt, ne? Aber okay, wir warten nochmal kurz ab. 19:02 Uhr, meine lieben Freunde. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Also, wenn es zu einer bestimmten Uhrzeit geht, liebes Microsoft Xbox Forza Team, dann bitte sagt uns doch, zu welcher Uhrzeit das geht. Und sagt nicht, es geht jetzt los, ihr könnt's laden. Oh, sorry. Ihr könnt's jetzt laden und direkt spielen. Das macht halt keinen Sinn, weil es nicht geht. Ich gucke jetzt nochmal auf der Internetseite. Ja, Leute, okay. Es gibt so eine Seite, die läuft, keine Ahnung, zumindest bei mir nicht auf Deutsch. Support.forzamotorsport.net, bla bla bla. Da gibt es eine Abteilung Forza Horizon 5. Da gibt es ein FAQ für das Rallye Adventure. Die zweite Frage ist: Wann ist der Release? Hier steht: Will release on 29. March. Ja, ist heute. Okay. Da steht aber dann: At 11 Uhr AM PDT. PDT ist Pacific Time oder was? Nee. Doch, Pacific Time. Und 11 Uhr AM PDT ist bei uns in Deutschland 20 Uhr. Das heißt, erst in einer Stunde. Kuss. Ey, Digga, Real Talk, ist ja okay, das steht auf der Seite, okay, habe ich nicht gesehen, ne? Aber wer guckt denn da drauf, Digga? Heutzutage benutzt doch jeder hier Instagram, Twitter. Ich glaube, Facebook benutzt keiner mehr. Aber hier, die schreiben doch, ihr Leute, ihr schreibt doch, es geht jetzt los. Deutschland hat gerade geschrieben, jetzt geht's los. Stimmt doch gar nicht. Warum schreibt man das dann? Bruder, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Jetzt werde ich das Update heute nicht mehr zocken. Ganz einfach, Digga. Bruder, 20 Uhr. Wenn ich das um 20 Uhr aufnehme, dann ist die Aufnahme um 21 Uhr fertig. Ja, und dann muss ich es noch schneiden. Dann ist es 22, 23. Ja, das ist es 0 Uhr ungefähr. Und dann muss ich es erst hochladen. Das kannst du ja vergessen. Also, dann sehen wir uns morgen mit dem Rallye. Tollen neuen Rallye-Update. Natürlich total dämlich. Also, da schreibt doch bitte auch in den sozialen Medien rein, 20 Uhr. Oder schreibt von mir aus 11 AM PDT, kann man sich ja selber umrechnen. Aber die haben nix so eine Uhrzeit gesagt. Ich habe jetzt nochmal extra geguckt. Nur auf der Seite, die läuft nur auf Englisch. Es ist ja wirklich wack. Ich verlinke euch die Seite, könnt ihr selber gucken. Leute, wir sehen uns morgen. Macht's gut, haut rein, Holzfäller. Ciao, ciao. Yeah.